Hallo und herzlich willkommen. Im Rahmen des Catwalk Anwendertreffens 2022 durften Ihnen Maximilian Schröder-Daubermann und Matthias Weber das Arbeiten mit der BIM-Methode etwas näher bringen. In diesem Vortrag haben wir versucht, verschiedene Hintergründe zur BIM-Methode zu beschreiben, wie es zu dieser Idee kommt und was sie beinhaltet. Außerdem sollten einige Fachbegriffe, mit denen Sie häufig in Kontakt kommen, etwas näher erläutert und beschrieben werden. Schließlich wollten wir eine Brücke zum Holzbau schlagen und auftretende Probleme ansprechen. Was bedeutet denn BIM eigentlich? BIM ist eine Abkürzung. Diese Abkürzung steht für Building Information Modeling. Wir decken also den Bereich Bauen ab. Es geht um das Handling und Verwalten von Informationen und das Modellieren und Vorhalten dieser Informationen. Fangen wir an. Wie kommt es zu BIM? Was ist der Treiber? Und wenn wir vom Bauen sprechen, dann sprechen wir auch oft über Probleme. Man kann ein Bild zeigen und jeder von uns weiß da gleich was mit zu verknüpfen, eben nicht nur, dass es ein tolles Gebäude geworden ist, was wirklich ein Eyecatcher im Hamburger Hafen ist, aber jeder hat im Hinterkopf auch noch die Probleme, von denen in der Presse immer wieder berichtet wurde. Und zwar nicht nur am Anfang, sondern auch bis in die Jetztzeit hinein immer noch gibt es da entsprechende Nachrichten. Aber auch wir, die wir nicht mit solchen Megaprojekten zu tun haben, kennen, dass es immer irgendwelche Probleme beim Bauen gibt. Jeder weiß von irgendwelchen Mängeln zu berichten. Und diese Mängel gilt es abzustellen. Die Zahlen sind ja nicht wichtig und man sieht auch, dass die Zahlen von 2012 sind. Es sagt nicht viel aus. Aber in allen Bereichen des Bauwesens gibt es eben Baumängel, treten Baumängel auf. Und die Idee von BIM ist eben, da anzugreifen, um diese Mängel möglichst zu reduzieren. Wo kommen die denn her oder was berücksichtigen wir beim Bauen? Es gibt einfach sehr viele Anforderungen, die erfüllt werden sollen. Wir wollen funktional bauen, je nach Anwendungszweck. Wir wollen nachhaltig bauen. Gebäude sollen sehr ästhetisch sein und mindestens, wenn sie öffentlich sind, sonst auch, sollten sie barrierefrei sein und damit auch sicher sein und am Ende kostengünstig gebaut werden. Das sind alles sehr anspruchsvolle Anforderungen der Bauherrenschaft und demgegenüber stehen ganz hohe technische Standards und oft knappe Finanzmittel, denn kosten soll es nach Möglichkeit nichts oder wenig. Jedenfalls ist das in vielen Fällen so. Diese Anforderungen alle zu erfüllen, führt zwangsläufig zu irgendwelchen Konflikten und diese Konflikte resultieren dann oft oder aus diesen Konflikten resultieren dann möglicherweise oft auch irgendwelche Mängel. Und die erste Idee, hey, wir bauen, wir haben Probleme, jeder hat Computer, vielleicht ist Digitalisierung der Weg aus der Misere. Aber Digitalisierung im Bauwesen schwierig. Warum ist das schwierig? Wir bauen mit Stückzahl 1. Wir bauen nicht ein Produkt, das einmal geplant ist und dann 100.000-fach vom Band läuft. Wir haben einzelne Bauteile, wir haben sehr viele Bauteile, die alle nicht unterschiedlicher sein könnten. Und im Holzbau hat sich erst in den letzten Jahren die Vorfertigung durchgesetzt unter kontrollierten Bedingungen, klimatisierten Gebäude im Trockenen und so weiter. Es ist einfach ein Geschäft, das auch draußen stattfindet und mehr noch als im Holzbau gilt all das auch für die anderen Gewerke. Digitalisierung im Bauwesen ist auch schwierig einzuführen, weil wir mit einem traditionellen Handwerk zu tun haben. Das Handwerk hat immer funktioniert. Das Handwerk hat meistens gut zu tun, im Moment sowieso. Und wenn es läuft, macht man sich auch nicht unbedingt Gedanken, wie es weitergeht, wie man es
einfacher haben kann. Also da ist es ein Problem, vielleicht, dass man oft mit dem traditionellen Handwerk oder im traditionellen Handwerk da größere Schwierigkeiten hat, Änderungen einzuführen. Und daher hat die Digitalisierung erst in den letzten Jahren wirklich begonnen und an Fahrt aufgenommen. Für unseren Bereich, den Holzbau, muss man das allerdings etwas differenzierter sehen, denn wir im Holzbau arbeiten schon sehr lange digitalisiert in der Arbeitsvorbereitung und Vorplanung. Das Ziel, sowohl beim Bauen als auch speziell in der BIM-Methode, ist es, zunächst digital zu planen und dann das eigentliche Bauwerk real auszuführen. Was hat das mit BIM zu tun? Was ist die eigentliche Idee hinter Building Information Modeling? Es gibt die sogenannte McLemy-Leistungskurve, wo über den Zeitablauf der Erstellung eines Gebäudes die Produktivität aufgezeichnet wird. Die Produktivität ist beim traditionellen Bauen, insbesondere im Bereich der Werkplanung, sehr hoch. Demgegenüber steht es aber, dass die Möglichkeit, auf Kosten Einfluss zu nehmen, am Anfang am größten ist und im Bereich der Werkplanung schon es kaum möglich ist, noch Änderungen und Kosten zu minimieren, Änderungen durchzuführen und Kosten zu minimieren. Daraus resultiert auch die Kurve der Kosten, die daraus entstehen. Möchte ich eine Änderung durchführen, sind die Kosten dafür zu Beginn einer Projektphase sehr gering und je später ich eine Änderung durchführe, desto teurer wird sie. Diese Kurve wurde vorgestellt von Patrick McLemy und der mittlerweile International Chairman ist von Building Smart. Und seine Idee ist, dass wir mit BIM dass diese Produktivitätskurve, die Beule der Produktivitätskurve sehr weit nach vorne ziehen, so weit wie möglich in den Bereich des Vorentwurfs, in die Idee hinein, in den Bereich der Ideen hinein. Wie sieht das traditionelle Bauen aus? Wir haben den Architekt, der alles koordiniert, der das Bauvorhaben unter sich hat. Und alle am Projekt Beteiligten werden vom Architekt gefüttert und kommunizieren mit dem Architekt. Wenn aber Fragen untereinander bestehen, wenn Informationen ausgetauscht werden, dann läuft das immer über den Architekten an den jeweilig anderen Projektpartner, die Antwort kommt zurück, der Architekt wertet das aus, filtert es gegebenenfalls und gibt es aus seiner Sicht weiter an den jeweils Fragenden. Durch diese Koordination haben wir einen enormen Zeitverlust und wenn Sie mal zurückdenken an irgendwelche Kindergeburtstage, die Fehleranfälligkeit beim Übertragen und Weitergeben von Informationen ist sehr hoch. Da kommt einfach nicht das an, was am Ende reingegeben wurde ins System. Wir haben also Zeitverlust und wir haben eine hohe Fehleranfälligkeit. Die BIM-Methode stellt sich nun hin und sagt, wir haben ein zentrales Koordinationsmodell. Hier ist das komplette Gebäude, alle Informationen zum Gebäude abgebildet. Dieses zentrale Koordinationsmodell wird durch einen BIM-Koordinator vorgestellt und verwaltet und eben koordiniert. Und alle am Projekt Beteiligten haben den gleichen Zugriff auf die Informationen, die in diesem zentralen Koordinationsmodell gespeichert sind und vorgehalten werden. Wir arbeiten gemeinsam an einem Modell und dieses Koordinationsmodell ist der sogenannte digitale Zwilling, nämlich genau das Projekt, was gebaut werden soll, mit allen Informationen an einer zentralen Stelle. Die Fragen gehen an das Koordinationsmodell mit entsprechenden Zielpersonen oder Zielbereichen, die dazu Stellung nehmen müssen.
Und so wird eben direkt kommuniziert auf Grundlage der identischen Daten. Der digitale Zwilling bedeutet, dass wir das Modell dreidimensional vorliegen haben, alle Informationen bekommen können und eben in der Folge das reale Modell daraus entwickeln können. Der digitale Zwilling ermöglicht uns eine Kommunikation auf gleicher Ebene zwischen allen Projektbeteiligten. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen von anderen Gewerken sehr schnell und sehr durchsichtig mitzubekommen und auch darauf zu reagieren und gegebenenfalls Einfluss zu nehmen. Es ist dadurch, dass wir sehen, wo die anderen Gewerke stehen, einfacher, Zeit zu koordinieren. Und schließlich ist es für alle Gewerke einfacher, die Informationen für ihre eigene Planung, für ihren eigenen Bereich weiter zu verwenden. So sind eben Simulationen leichter möglich oder auch, wenn ich etwas visualisieren muss, um das Projekt der Öffentlichkeit, dem Bauherrn vorzustellen, sind die Daten einfach vollständiger und sicherer richtig vorhanden. BIM tritt an, nicht nur für den Bereich, in dem wir schaffen, Vorteile zu bringen, sondern insbesondere auch für die Phasen, die traditionell eher nicht von uns betroffen sind, also Entwurf, Planung und Ausführung als unser Kerngebiet. BIM möchte das Gebäude über den gesamten Lebenszyklus begleiten. Und dazu gilt eben auch die Bewirtschaftung, das sogenannte Facility Management und der Abriss, der Rückbau, möglicherweise ein Umbau oder beim Abriss auch, dass einfach klar ist, welche Materialien sind in welcher Menge zu erwarten. Der Bereich des Facility Managements ist ein wesentlicher Treiber, dass die BIM-Methode auch mit Fahrt aufgenommen hat. Arbeiten nach der BIM-Methode hört sich erstmal gut an. Das zentrale Koordinationsmodell steht für alle zur Verfügung. Wenn es dann in die Praxis geht, kommt es aber möglicherweise zu Kommunikationsproblemen. Denn die Informationen, die der jeweilige Projektpartner aus diesem zentralen Koordinationsmodell zieht, müssen vollständig ausgetauscht werden können, sie müssen verlustfrei ausgeführt werden können, natürlich auch richtig ausgeführt werden können. Und da gibt es verschiedene Modelle. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Methoden, zwei Begriffe, die immer wieder auftreten, nämlich einmal das Closed BIM und das Open BIM. Was bedeutet Closed BIM? Closed BIM meint, dass es eine Software gibt, mit der alle Projektbeteiligten arbeiten. Wir haben keine Auswahlmöglichkeiten. Die Software ist identisch für alle. Und das bedeutet natürlich, dass der Statiker mit der gleichen, in dem Fall CAD-Software, arbeitet wie der Holzbauer und der genauso wie der Grundbauer. Arbeiten alle mit der gleichen Software. Was zur Folge hat, und das ist natürlich hervorragend, es gibt eine unkomplizierte Koordination. Wir können die Daten, die Datei einfach speichern, schicken sie dem Kollegen und der kann sie mit seiner Software genauso öffnen. Daraus resultieren natürlich überhaupt keine Austauschverluste. Die Daten des Grundbauers können eins zu eins weiterverwendet werden. Nichtsdestotrotz muss der Fachplaner natürlich seine eigenen Anpassungen machen. Wenn da Materialien geändert werden müssen, wenn da Höhen geändert werden müssen, können die entsprechend in diesem Modell angepasst werden. Nachteilig wirkt sich hier allerdings aus, dass wir eben auf diese eine Software wirklich angewiesen sind. Und da muss man dann eine Software suchen, die alle Bereiche entsprechend optimal bedient. Und somit ist eine Auswahl zwischen möglichen guten Programmen, die die Aufgabe optimal erfüllen, nur sehr schwierig. Und
Es gibt natürlich keine Übergaberichtlinien von außen, die einfach vorgegeben sind, wenn denn doch mal irgendwelche Daten von woanders importiert werden müssen. Also da kann dann jeder machen, was er will. Und es hat eben Schwierigkeiten, sich da einen Weg, der für alle gleichermaßen gilt und für alle richtig ist, vorzuhalten und zu entwickeln. Demgegenüber steht das sogenannte Open BIM. Dieses Open BIM ermöglicht es, dass jeder Fachplaner mit der für ihn besten und für seine Aufgabe am besten geeigneten Software arbeiten kann. Wir können unser Modell mit der gewohnten Arbeitsweise, mit dem gewohnten Prozessablauf, den wir in unserem Büro haben, mit der entsprechenden Software vollständig bearbeiten. Wir können diese Software, die best in class ist, benutzen und müssen dann einen optimalen Übergang definieren. Wir können verschiedene Planungstools, verschiedene Software verwenden. Muss abgestimmt werden auf dieses gewerkübergreifende Arbeiten. Aber die Daten können eben ausgetauscht werden, da es ein offen beschriebenes Datenaustauschformat gibt, in dem aber klar festgehalten ist, welche Informationen wie und wann vorgehalten werden müssen. Somit ergibt sich für den Digitalisierungsgrad eines Projektes dieses kleine Feld. Es gibt hier das Little BIM, dass Softwareprodukte eingesetzt werden, um irgendetwas individuell zu lösen in meinem Bereich, nur für meinen Teil. Die Daten müssen in jede Software, in jedes Produkt, was ich benutze, neu eingelesen werden oder noch besser oder noch schlechter in dem Fall neu angelegt werden. Ich kann nichts von woanders übernehmen. Das Closed BIM bedeutet, ich benutze nur die Software eines bestimmten Herstellers und nur dessen Formate können genutzt werden. Daraus resultiert das Little Closed BIM. Etwas besser ist das Little Open BIM, indem wir die Formate für den Datenaustausch einsetzen, aber noch nicht einen kompletten und offenen Austausch zwischen allen Softwarelösungen möglich haben. Das Big BIM bedeutet wirklich, dass das Modell nur einmal angelegt wurde und die Informationen aus dem Modell von allen Leuten gezogen werden können. Hier vielleicht aber noch mit einzelnen Programmen und die Programme noch nicht wirklich verknüpft sind. Und das resultiert am Ende dann in dem Big Open BIM, wo der komplett offene Datenaustausch über verschiedene Software möglich ist. Diese Idee des Open BIM wird sich durchsetzen. Warum wird sie sich durchsetzen? Weil es sehr viele unterschiedliche Software gibt. Diese unterschiedliche Software steht im Wettbewerb zueinander und hat alle seine Berechtigung und können eben für ihren bestimmten Bereich jeweils das beste Ergebnis erreichen. Dieser Wettbewerb resultiert auch daraus, dass es eine große Vielfalt an User Interfaces gibt. Selbst wenn ein Programm zwei gleiche Dinge bewerkstelligen kann, auch mit einem relativ gleich guten Ergebnis, ist es dennoch so, dass der eine Benutzer sagt, ich arbeite lieber mit dieser Software, weil ich die Wege besser finde, weil ich die Oberfläche angenehmer finde, weil es fürs Auge schöner ist. Also gar nicht mal die harten Kriterien am Ergebnis orientiert, sondern am Weg orientiert. Und es wird dieses Open BIM geben, weil es diese eine Software, die notwendig ist für ein funktionierendes Closed BIM, die alle Bereiche gleichermaßen abdeckt, nicht gibt. Es wird immer eine leistungsfähige Branchensoftware geben, die genau diesen einen Fachbereich optimal abdeckt, aber andere Bereiche weniger gut. Wenn eine Software antritt, alles gut zu machen, ist die Gefahr groß, dass in der Richtung, wo das Geld verdient wird, weiterentwickelt wird und die weniger gefragten Bereiche etwas einschlafen und somit die Software in diesem Bereich, in diesem Branchenbereich eben an Leistung verliert. Also die leistungsfähige Branchensoftware wird weiter überleben und das als von Softwareseite nun als Gründe, dass das Open BIM sich durchsetzen soll oder wird. Und
Warum sollen Sie als Anwender mitmachen? Warum soll ich dabei mitmachen? Ja, weil der BIM-Prozesse effektiv gestalten wird, effektiv werden lässt. Wir haben eben die Punkte gesehen, die Transparenz ist höher, es wird alles eben deutlich effektiver. BIM ist bereits Teil der Bauindustrie, also wenn ich jetzt nicht aufsteige auf den Zug, ist er möglicherweise irgendwann abgefahren. Also man muss den passenden Zeitpunkt finden und BIM ist nicht mehr aus dem öffentlichen Bau und aus dem Baubereich wegzudenken. Und BIM ist ein Störfaktor für die traditionelle Bauindustrie. Es kann sein, dass sich mittelfristig durch die Anwendung von BIM auch das traditionelle Bauen ein wenig verändert. Anpassungen in Normen, Anpassungen in VDI-Richtlinien, Anpassungen in der HOAI sind eben dann möglich, notwendig werden kommen. Und entsprechend sollte man hier eben auch aufpassen, dass man nicht einen Anschluss verpasst. Was also bedeutet BIM? BIM ist eine Planungsmethode und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat 2015 einen Stufenplan für digitales Planen und Bauen auf den Weg gebracht. Und da steht vieles drin. Wenn man es mal runterbricht, einen Kernabsatz darin, dann beschreibt es BIM eigentlich ganz gut, nämlich als kooperative Planungsmethode, wo es um Informationen und Daten und den Umgang damit geht. BIM soll nicht nur die Bauphase, die Entstehungsphase, sondern den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes beschreiben und ermöglicht eine transparente Kommunikation zwischen allen Betreibern und Planenden. Das Ganze soll basieren auf einem digitalen Modell. Wir stellen fest, dass BIM eine Methode ist. An dieser Stelle, hier geht es nicht um irgendwelche Dateien oder um irgendwas mit Computern. Hier geht es wirklich um die Beschreibung eines Ablaufes, einer Methode, um sinnvoll zu planen und zu bauen. Seit wann gibt es BIM? Um mal eine grobe Einordnung der Entwicklung zu bekommen, habe ich hier einen Zeitstrahl ab 1960 aufgezeigt. Und es geht nicht um die einzelnen Jahre, wann es genau ging, aber so um 1963 wurde Sketchpad entwickelt. Der Computer besteht hier aus der kompletten Wand. Diese kleine Box oder dieses kleine Buch, was da auf dem Tisch liegt, ist die Bedieneinheit für die Maus. Und der Monitor ist eben das, was hinter der Hand des Bedieners da zu sehen ist. Also nichts mit zwei 34 Zoll Monitoren. Es ist alles noch sehr eingeschränkt. Nichtsdestotrotz ist es möglich, mit einem Lichtstift Signale zu senden, Signale zu geben, um effektiv zeichnen zu können. Und das geht schon da nicht nur so weit, dass man Tortenstücke oder Rechtecke zeichnen kann, sondern wirklich ganze Modelle dreidimensional darstellen kann und daraus verschiedene Ansichten generieren kann. 1974 wurde das Building Description System eingeführt. Mit ihm war es möglich, parametrisch 3D-Darstellungen anzulegen und zu handeln für visuelle Analysen. Und das Ganze war datenbankbasiert und wurde entwickelt von Charles Eastman, einem amerikanischen Architekt, der von 1940 bis 2020 gelebt hat. Und der hat festgestellt, dass ein wesentlicher Teil der Planungs- und Baukosten eines Gebäudes aus der Verwendung von Zeichnungen kommt. Einfach die Zeit und die Methoden, die Informationen zum Gebäude vorhalten, ist einfach sehr aufwendig. Und mit diesem BDS, Building Description System, mit dieser Datenbank konnten eben viele Bauteile beschrieben werden und jeder Nutzer hatte Zugriff auf diese Daten.
CAD-System, wie wir sie heute kennen, gibt es etwa seit 1982. Einer der Mitbegründer war Gábor Bochár, ein Physiker aus Ungarn, der mitten zu Zeiten des Kalten Krieges das erste private Unternehmen, CAD-Unternehmen, gründete. Und es heißt in der Geschichte, dass er den Schmuck seiner Familie versteigerte, um die westlichen Computer durch den eisernen Vorhang nach Ungarn zu schmuggeln. 1986 wurde das erste Mal der Begriff Building Modeling in einem Artikel verwendet. Und hier wird gesagt, dass die Arbeiten mit CAD nur dann effektiv sind, wenn für alle Beteiligten die notwendigen Informationen angezeigt werden und genutzt werden können. Und dieses integrierte CAD-System oder ein CAD-System ist die Lösung, um die Koordination und die Beschaffung von Informationen zu erleichtern. Das war Ende der 80er Jahre. Über die 90er Jahre gab es an vielen Universitäten, Hochschulen verschiedene Forschungsprojekte. Hier wurde zum Beispiel ein generisches Gebäudemodell entwickelt, ein Bauproduktmodell wurde entwickelt. Also sehr viele Möglichkeiten und Forschungsprojekte, die Daten im Bauwesen digital vorhalten sollten, woraus dann auch viele Softwarehersteller und Softwareprodukte für die unterschiedlichen Bereiche des Bauens, wo die eben raus resultierten. 1994 wurde die International Alliance for Interoperability, IAI, gegründet. Das ist die Vorläuferorganisation für Building Smart International. Diese IAI wurde umbenannt 2005 zu Building Smart, also zu der Organisation, die heute international das BIM und die Entwicklung von IFC fördert und mitorganisiert. 2010 wurden die Begriffe 4D und 5D im BIM-Bereich manifestiert und 6D und 7D als weitere Faktoren für BIM wurden auch ebenfalls Ende der 2000er Jahre mit in den Katalog aufgenommen. 4D und 5D steht 4D für Zeitmanagement, 5D für das Kostenmanagement, 6D steht für Nachhaltigkeit und 7D für den Bereich des Facility Managements. Also das alles als Unterpunkte dessen, was Building Information Modeling organisieren und darstellen möchte. Um mal eine Einordnung zu bekommen, 1988 wurde CAD/WORK gegründet, auf dem deutschen Markt etwa 1993 wirklich als ernstzunehmender Mitbewerber im Baubereich eingeführt. Und diese Zeichnung, die Sie hier links sehen, ist aus dem Jahre 2000. Ebenfalls ein Anwendertreffen. Und man sieht schon hier eigentlich, die Struktur von CAD/WORK ist sehr konstant geblieben. Die Ideen bleiben weiter da. Die Anwender von heute würden sich zumindest grob in vielen Bereichen erstmal auskennen, auch wenn die Bedienung sich dann nach hinten raus natürlich deutlich mehr verfeinert und optimiert hat und viele Funktionen zugekommen sind. Lassen Sie uns jetzt noch mal einen Blick auf die technische Seite werfen und einige Begriffe erklären, die Ihnen im Umgang mit BIM immer wieder unterkommen werden. Building Smart ist die Organisation, die international die Weiterentwicklung und die Harmonisierung für den BIM-Prozess vorantreibt. Building Smart als internationale Organisation besteht aus vielen unterschiedlichen Länder-Chaptern, wo eben Deutschland ein Chapter ist. Das Symbol von Building Smart das Symbol von Building Smart besteht aus vier ineinander verwobenen Rechtecken, Quadraten, die die verschiedenen Bereiche über einen Lebenszyklus eines Gebäudes abbilden können.
Eine Anwendung, die BIM-fähig ist, muss neben der Geometrie auch sehr viele unterschiedliche Daten verwalten und vorhalten können. Eben auch neben den geometrischen Daten, alphanumerische Daten, Berechnungsdaten, Fertigungsdaten, Kommunikationsdaten oder auch Metadaten. Diese Liste könnte man noch beliebig erweitern. All das soll in einer BIM-fähigen Software transportiert werden oder aus einer BIM-fähigen Anwendung heraus exportiert werden können. Diese BIM-Anwendung muss diese Daten in einem Koordinierungsmodell komplett vorhalten und speichern. Diese Daten beschreiben, wie ein Element aussieht, wie ein Element eindeutig definiert ist. Ohne diese zusätzlichen Informationen ist ein Modell für jeden Betrachter interpretationsfähig. Jeder interpretiert etwas anderes in ein Modell hinein. Im BIM-Prozess soll für das Modell hier eine IFC-Column, eine Stütze mit vielen Eigenschaften und Abhängigkeiten, jeweils die Informationen gespeichert und vorgehalten für den weiteren Prozess werden. Die Daten, die enthalten sind, sollen für jeden lesbar sein. Jeder der Projektbeteiligten soll die Informationen bekommen können. Viele, die direkt betroffen sind, sollen diese kommentieren können, aber nur wenige, nämlich die Ersteller und wenige autorisierte Gruppen, sollen in der Lage sein, die Daten zu ändern. So eine Stütze enthält damit ganz viele Daten, zu welcher Klasse gehöre ich, was bin ich eigentlich, zu welche Attribute werden über mich vorgehalten, was ist bekannt über mich, welche Eigenschaften habe ich, das können physikalische, chemische und so weiter Eigenschaften sein, welche Abmessungen habe ich, aber auch, und das ist ganz wichtig, was sind Nachbarelemente oder bin ich vielleicht Teil eines großen Elementes, sodass wie hier der Bewährungsstab zur Stütze gehört, oder ist es ein Fenster, das zu einer bestimmten Wand gehört. All das wird vorgehalten in einem Format, das es erlaubt, reibungslos Daten auszutauschen, zu kommunizieren zwischen unterschiedlicher Software, zwischen unterschiedlichen Gewerken und unterschiedlichen Fachplanern. Wie die Daten vorgehalten werden, ist in der Schnittstellenbeschreibung für IFC auf der Seite von Building Smart zum Beispiel öffentlich einsehbar. Man kann hier die Informationen erkennen, welche Daten, welche Eigenschaften für einen bestimmten Elementtypen vorgehalten werden müssen. Im BIM-Prozess werden viele Fachbegriffe verwendet, wie zum Beispiel IFC, Industry Foundation Class, ER, Exchange Requirements, Model View Definition, MVD oder BCF, BIM Collaboration Format. Damit Sie die etwas einordnen können, wollen wir die kurz beschreiben. Fangen wir an mit dem Exchange Requirement. Das Exchange Requirement sollte möglichst früh definiert werden. Hier also die Austauschanforderungen, alle Projektbeteiligten geben an, welche Daten sie zu welchem Projektzeitpunkt zur Verfügung haben sollen, wie sie ausgetauscht werden, warum sie ausgetauscht werden, um eine möglichst hohe Transparenz und Akzeptanz untereinander zu ermöglichen. Diese Exchange Requirements werden ausgewertet und zusammengefasst in einem IDM, Information Delivery Manual. Hiermit wissen dann alle Beteiligten, wann und welche Informationen ausgetauscht sind. Die Daten sollen dann so vorgehalten werden, wie hier definiert und in dem Rahmen, wie sie hier drin definiert werden. Das kann zum einen als Text, das kann aber auch grafisch definiert werden, in einem Flussdiagramm, in einem Diagramm, wo dann die einzelnen Informationen separiert und sehr deutlich dargestellt werden.
In einer Model View Definition wird dann definiert, welche Daten rein technisch vorgehalten und ausgetauscht werden. Es ist ja nun so, dass der Statiker andere Informationen aus einem Gebäude ziehen muss als der Bauphysiker oder der Fachplaner für den Holzbau. Und im MVD wird vorgehalten, wie Informationen, welche Informationen des kompletten Modells überhaupt für den jeweiligen Fachplaner ausgetauscht werden sollen. In der IFC-Welt resultiert das dann in Views, sodass zum Beispiel eben fürs Gebäudemanagement ein Facility Management Handover View definiert ist, das für die Architektur, für die Geometrien der Coordination View definiert wird oder für den Statiker, für die Tragwerksplanung, die Structural Analysis View definiert ist. Man kann eine IFC-Datei über einen Texteditor öffnen und Sie finden in den ersten Zeilen im Header schon die Information, mit welchem View, mit welcher Model View Definition diese Datei ausgegeben wurde. Einige Softwareprodukte haben die Möglichkeit, schon bei der Ausgabe von IFC-Dateien den entsprechenden View mit einzustellen und können so auf den unterschiedlichen Exchange Requirements optimal reagieren. Man kann es sich so vorstellen, dass das IFC-Schema Platzhalter für alle Informationen vorhält, dass das Gebäudemodell sehr vollständig ist und dass dann aus diesem kompletten Koordinationsmodell nur die Teile weitergegeben werden, die für die jeweilige Anwendung, für den jeweiligen Zweck, für den jeweiligen Fachplaner notwendig sind. CAD-Work exportiert standardmäßig den Coordination View, wenn die IFC 2x3-Schnittstelle benutzt wird und genau dieser View wird auch eingelesen und im Schnittstellenformat IFC 4 wird der Design Transfer View verwendet. Wenn Sie mal Daten bekommen, können Sie Ihre Dateien, die IFC-Datei eben mit diesem Texteditor auf diese Informationen hin prüfen und gegebenenfalls nochmal eine andere Datei mit einer anderen Model View Definition anfordern. IFC schließlich ist das Datenaustauschformat für den BIM-Prozess. Hier werden nicht nur die Geometriedaten, sondern insbesondere auch die Informationen, die Eigenschaften, die Typen der Elemente mit übertragen und zur späteren Auswertung vorgehalten. Die IFC-Schnittstellen sind schon seit Ende der 90er Jahre öffentlich verfügbar. Insbesondere mit IFC 2x3 hat der Datenaustausch über IFC aber Fahrt aufgenommen und wurde intensiviert. IFC 4 ist seit einigen Jahren auf dem Markt, aber auch da ist es so, dass erst jetzt die meisten Softwareprodukte diese Schnittstelle unterstützen. Neben IFC-Dateien kommen Sie möglicherweise noch mit sogenannten BCF-Dateien in Kontakt. BCF steht für das BIM Collaboration Format und wird nicht die ganzen Modelle und Modellinformationen enthalten, sondern nur bestimmte Hinweise, Ideen, Einschränkungen oder Kommentare. BCF ist das Format, mit dem über ein Modell kommuniziert werden soll. Und diese Kommunikation wird eben über diese Dateien gespeichert und vorgehalten. Abschließend wollen wir jetzt noch einmal auf den Bereich schauen, wie wir im Holzbau von BIM betroffen sind und was die Herausforderung für uns ist. Traditionell ist es so, dass die Holzbaufachplaner erst sehr spät in den Planungsprozess einbezogen werden. Das ist aber genau nach der BIM-Idee nicht das Ziel. Möglichst früh wollen wir mit am Planungstisch sitzen und viele Holzbauberater und Holzbauplaner versuchen auch sehr früh diesem Prozess beratend zur Seite zu stehen. Rein technisch
haben wir oft damit zu kämpfen, dass Daten mangelhafte Geometrieinformationen enthalten. Das liegt zum einen daran, dass die herstellende Software, die Basissoftware, die ES-Software, die vorgelagert ist, häufig mit einer unterschiedlichen Genauigkeit arbeitet. Wir im Holzbau arbeiten mit einer sehr hohen Modellgenauigkeit, die natürlich auch eingehalten werden muss, wenn Daten importiert werden sollen. Des Weiteren bekommen wir Daten aus unterschiedlichen Softwareprodukten, die alle den IFC-Schnittstellen oder die Schnittstellenbeschreibung so gut es geht unterstützen, aber in manchen Punkten oft eben noch nicht vollständig. So geht es zum Beispiel darum, dass die Dateistruktur sauber vorgehalten wird, dass die Projektinformationen an der richtigen Stelle stehen, dass die Bauteile richtig positioniert sind und ausgerichtet sind oder dass auch die Geschosse sauber und mit der richtigen Höhe vorgehalten werden. Auch die Bauteilbezeichnungen und die Einordnung der unterschiedlichen IFC-Typen ist für einen funktionierenden, vollständigen und korrekten Austausch unumgänglich. Um zum Beispiel die Positionierung von Bauteilen zu prüfen, kann vom BIM-Koordinator ein Teilmodell an alle Projektplaner oder alle Projektbeteiligten versendet werden. Diese lesen das in ihre Fachsoftware ein, geben sie wieder aus und senden sie zurück. Wenn dann der Koordinator die Daten zusammensetzt, muss das vollständige und richtige Modell entstehen. Ein weiteres Problem, was wir häufig haben, wenn wir Daten im IFC-Format einlesen, ist, dass die Detailtiefe deutlich zu hoch ist. Der Ersteller hat viele Informationen in die Datei gelegt und exportiert alles, was da ist, einfach für die nachfolgenden Gewerke. Dies ist eigentlich nicht BIM-konform, denn wir brauchen nur einen bestimmten View und bestimmte Informationen, die in den Exchange Requirements festgehalten wurden. Dass hier Personen am Tisch sitzen oder eine Tasse auf dem Tisch steht, ist für unseren Planungsbereich nicht interessant und entsprechend muss das vorher besprochen und definiert werden. Ein weiterer Punkt, der häufig zu finden ist, ist, dass insbesondere andere Gewerke nicht gewohnt sind, dreidimensional zu arbeiten, nicht gewohnt sind, Attribute vorzuhalten, nicht gewohnt sind, Daten auszutauschen. Und diese Erfahrung, die andere Fachplaner haben, müssen andere Fachplaner nicht haben, müssen wir zusammen wachsen lassen. Je Projekt sollte da die Erfahrung immer weitergehen, immer weiter wachsen, um einen guten und reibungslosen Austausch am Ende vorzufinden. Lassen Sie uns nun noch einmal abschließend zusammenfassen, was das Arbeiten mit der BIM-Methode ausmacht. Sie haben die Möglichkeit, sehr koordiniert zu planen und zu konstruieren. Die Transparenz über alle Phasen und Gewerke sollte sehr hoch sein. Wir ermöglichen mit dem Konstruieren im 3D einen kollisionsfreien digitalen Gebäudezwilling zu erstellen. Daraus können Massen abgeleitet werden, Listen erzeugt werden, Informationen erzeugt werden. Und dadurch, dass wir ein Modell haben, werden Datenredundanzen vermieden. Die hier gezeigten Anforderungen und Ziele der BIM-Methode sind für Sie, wenn Sie mit CAD/WORK arbeiten, nichts Neues. Schon seit langem halten wir das 3D-Modell als digitalen Zwilling vor und ermitteln genau die hier genannten Punkte und Anforderungen über dieses digitale Modell. Somit sind Sie als Anwender sehr gut auf die Teilnahme am BIM-Prozess vorbereitet und gut gerüstet. Wenn Sie weitere Neuigkeiten und Wissenswertes erfahren möchten, schauen Sie gerne auf die Internetseite unter www.catwork.de oder insbesondere zum Thema BIM
Schlagen Sie nach in unserem BIM-Kompendium, das Sie über den hier gezeigten Link erreichen können. Allgemeine Informationen zu BIM und IFC finden Sie auf den Internetseiten von Building Smart. Ich freue mich, wenn ich Ihnen das Arbeiten mit der BIM-Methode nun etwas näher bringen konnte und Begriffe, die Sie bereits gehört haben, etwas mit Leben füllen konnte. Mein Name ist Matthias Weber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Arbeiten mit CAD/WORK und beim Einarbeiten in die BIM-Methode.